Ich bin Birgit Ley und habe dieses Jahr den Roman-Erstling Le Lièvre d'Amérique der jungen Quebecer Autorin Mireille Gagné übersetzt. Dieses Buch vereint alles. Es ist schön, eines dieser roten Saltobändchen. Es ist kurz und prägnant, eindringlich. Es erzählt auf ungefähr 100 Seiten von einer zarten Jugendliebe und rauen Naturgewalten. Dabei ist es aktuell und zeitlos zugleich. Aktuell, weil es die Auswüchse unserer neoliberalen Gesellschaft schildert, das Hamsterrad, die Falle, die Grube, in der wir sitzen. Und zeitlos, weil es an die alte indianische Legende von Nanabushu, dem Hasen in Menschengestalt, anknüpft. Herausfordernd war für mich, eine Natur zu beschreiben auf einem anderen Kontinent, die ich nie gesehen hatte. Aber mit Hilfe von Google Maps, mit abenteuerlichen Berichten von Kanufahrerinnen auf dem St. Lorenzstrom und mit Hilfe von diesen Fotos der Autorin konnte ich mir die Natur nach und nach immer besser vorstellen. Herausfordernd war auch die Sprache. Nicht nur, weil es das Französisch von Quebec ist, sondern auch, weil in dem Buch Le Lièvre d'Amérique viele Redewendungen vorkommen, regionale Redewendungen, volkstümliches Vokabular. Und dieses Vokabular zeugt von dem Leben der InselbewohnerInnen, die sehr starken Naturgewalten der Gezeiten ausgesetzt sind. Mit Mireille Gagnés Le Lièvre d'Amérique habe ich zum ersten Mal ein Buch nicht chronologisch übersetzt. Angefangen habe ich mit dem Ende. Das war die Legende von Nanabushu. Einfach weil ich Lust dazu hatte. Das war Märchenton. Danach wurde es seriöser. Ich habe die enzyklopädischen Teile, kurze, einseitige Einsprengsel im Buch übersetzt. Darin wird der Lepus americanus, der Schneeschuhhase, beschrieben, seine Fortpflanzung, Prädatoren, das Verhalten, ein wissenschaftlicher Ton. Und erst ganz am Ende bin ich in die Geschichte eingestiegen. Die junge Diane lässt ihre Jugend auf der Insel hinter sich, zieht in die Großstadt, wo sie sich der modernen Arbeitswelt anpasst, aber so sehr unter Konkurrenz und Beschleunigung leidet, dass sie sich zur Selbstoptimierung mit einem Hasengen genetisch manipulieren lässt. Diane erwacht, schlägt die Augen auf, blickt sich um. Nichts hat sich verändert. Alles ist fein säuberlich an seinem Platz. Es ist 18:31 Uhr. Die Lampen auf den Nachttischchen sind eingeschaltet und verbreiten ein bläuliches Licht, fast eisig. Die Jalousien sind heruntergelassen. Ihr Schlafzimmer blitzt vor lauter Reinheit. Nur ein schwacher Druck im Schädel erinnert an den Eingriff, dem sie sich vor kurzem unterzogen hat. Im Bett liegend starrt sie die Decke an, zählt die Wände. Nacheinander, jede einzelne der Fugen, die den Kubus dieses weitläufigen Raumes bilden. Bleiben Sie so lange wie möglich liegen, Jan. Verstanden? Das sind die Anweisungen. Sie müssen mindestens einen Tag warten, bevor Sie auch nur den kleinen Zeh bewegen. Doch schon nach wenigen Minuten hält sie es nicht mehr aus. Die Decke erscheint ihr zu hoch, ihre Wände zu glatt. Wieso hat sie sie nie tapezieren lassen? Dann hätte sie jetzt wenigstens eine Beschäftigung. Aber nein, alles ist Ton in Ton, weißer als weiß. Ihre Gedanken finden keine raue Stelle, an der sie sich festhalten könnten. Sie wirbeln in alle Richtungen, wie Schneeflocken, die von gewaltigen Windböen angesaugt und wieder ausgespuckt werden.